Ihr Wunschbaby-Podcast. Der Podcast für die Reise zu Ihrem Wunschbaby. Alles rund um das Thema Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Lifestyle und Gesundheit. Privatdozent Dr. Dr. Michael Feichtinger und Dr. Nazira Pizzinis klären auf. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Expertise begleiten wir Sie zu Ihrem Wunschbaby. Von uns erfahren Sie wertvolle Tipps, was Sie zur Förderung Ihrer Fruchtbarkeit tun können, und wir geben Ihnen Einblicke, wie wir Sie unterstützen können, Ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Alles zum Thema Schwangerwerden und vieles mehr rund um das Thema Kinderwunsch. Ihre Experten vom Wunschbaby-Institut Feichtinger im Interview. Paare mit Kinderwunsch denken bereits im frühen Stadium über vieles nach. Ein Thema, das vielleicht nicht in der Anfangsphase relevant ist, aber durch viele Gespräche mit Paaren, die bereits ein Kind bekommen haben, immer wieder diskutiert wird. Das ist die Geburt. Daher spreche ich heute mit unserer Expertin, Frau Dr. Nazira Pizzinis, über ein umstrittenes Thema. Kaiserschnitt, ja oder nein? Was meinen Sie dazu? Also ich denke, man kann den Kaiserschnitt als medizinischen Eingriff nicht befürworten oder ablehnen. Grundsätzlich sind Frauen heutzutage sehr belesen und selbstbestimmt. Das ist auch gut so. Und es muss legitim sein, in unserer modernen Medizin sich auch den Geburtsmodus auswählen zu dürfen. Der Kaiserschnitt an sich kann ja durchaus Spätfolgen haben. Das betrifft die Fruchtbarkeit, eventuell auch ein gewünschtes zweites Kind. Was sind denn so die grundsätzlichen Risiken? Es gibt mehrere Studien, die sich mit dem Thema Infertilität nach vorangegangenem Kaiserschnitt beschäftigt haben. Die Studienlage dazu ist kontrovers, muss man sagen, was die Ergebnisse betrifft. Aber fest steht, an der Gebärmutter bleibt eine Narbe zurück im Bereich des Kaiserschnittes, und diese Narbe kann durchaus Grund und Boden sein für einen chronischen Entzündungsprozess beziehungsweise auch für eine schlechte Verheilung am Organ selber und dadurch bedingte Fehleinnistungen oder einfach Störungen des Prozesses, des Kommunikationsprozesses zwischen Embryo und der Gebärmutterschleimhaut. Frau Dr. Pizzinis, jetzt haben Sie angesprochen, dass es mögliche chronische Entzündungen gibt, die dann in weiterer Folge auch zu Störungen führen können. Jetzt sind wir aber mittlerweile in einem sehr fortgeschrittenen medizinischen Zeitalter. Warum sollte eine Frau danach eventuell unfruchtbar sein, eine Geburt jedoch mit vielen Stunden in Wehen einer womöglich schmerzhaften natürlichen Geburt vorziehen? Was sind denn sonstige Nachteile außer einer möglichen Unfruchtbarkeit für die Gesundheit der Frau? Ja, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, die Nachteile eines Kaiserschnittes hervorzuheben, als darum, den Kaiserschnitt wirklich als Operation im Bauchraum zu sehen. Jede Operation im Bauch hat einfach ihre Risiken, zu denen man aufgeklärt wird, wie bei jedem anderen operativen Eingriff. Der Fokus in Bezug auf die Fruchtbarkeit steht einfach auf der Tatsache, dass an der Gebärmutter im Bereich des Kaiserschnittes eine Narbe zurückbleibt. Diese Narbe bleibt eine Schwachstelle, auch in einer kommenden Schwangerschaft, kann letztendlich dazu führen, dass sich eine weitere Schwangerschaft auch in diesem Narbengewebe implantiert. Man spricht dann von einer ektopen Schwangerschaft, beziehungsweise in Ausnahmefällen kann diese Narbe natürlich auch reißen bei einem folgenden Geburtsprozess. Aber nochmal, ich finde nicht, dass man die Nachteile des Kaiserschnittes so unterstreichen muss oder die Nachteile einer natürlichen Geburt den Nachteilen des Kaiserschnittes so gegenüberstellen muss. Der Kaiserschnitt sollte angewandt werden, wenn er medizinisch indiziert ist, und wir sind dem Kaiserschnitt letztendlich auch sehr dankbar durch die Senkung der mütterlichen Sterblichkeit, die ja bis Anfang des 20. Jahrhunderts doch noch sehr hoch war, auch in unseren fortgeschrittenen europäischen Breitengraden. Mhm. Welche verschiedenen Aspekte wirken beim Kaiserschnitt im Gegensatz zur natürlichen Geburt dann auf das Kind ein und in weiterer Folge natürlich auch auf die Gesundheit?
Also was hier im Fokus steht, ist die immunologische Prägung, die bei der natürlichen Geburt dadurch entsteht, dass das Kind den Scheidenkanal passiert und dadurch die Mikroflora der Mutter von Anfang an aufnimmt. Es wird diskutiert, dass Krankheiten aus dem allergischen Formenkreis eventuell gehäuft auftreten bei Kaiserschnittkindern, wobei es da schon mehrere Versuche gibt, den Kindern trotzdem eine Probe der Scheidenflora mitzugeben, auch bei einem geplanten Kaiserschnitt oder bei einem medizinisch indizierten Kaiserschnitt. Jetzt, weil wir das vorher schon ein bisschen diskutiert haben, gibt es auch Vorteile eines Kaiserschnitts, abseits der Schmerzen der Frau bei der natürlichen Geburt? Also ich denke, man sollte hervorheben, dass der Kaiserschnitt teilweise lebensrettend sein kann. Es gibt die medizinische Indikation des Geburtsstillstandes, wo die Frau nicht imstande ist, das Kind zu gebären oder das Kind nicht imstande ist, den Geburtskanal zu passieren. Und ein absoluter Vorteil, der auch zu nennen ist, ist, dass es ein planbarer Eingriff sein kann bei Risikosituationen. Frau Dr. Pizzinis, auch jetzt, obwohl es wirklich meines Erachtens ein äußerst spannendes Thema heute war, sind wir leider schon wieder am Ende angelangt. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Herr Wollmann. Auch Ihnen einen schönen Tag. Das war ein Podcast vom Wunschbaby-Institut Feichtinger. Für weitere Informationen oder einen persönlichen Termin mit unseren Expertinnen und Experten besuchen Sie www.wunschbaby.at.